Herzlich willkommen zur nächsten Bayonetta 2 Episode hier auf Replay Games for You. Ich bin so Ivo und wir gehen erst einmal in den Shop, denn wir haben nach dem letzten Kampf ja die 30.000 zusammenbekommen für die Fledermaus-Geschichte. Das werden wir nicht zu 100%. I'm playing this crazy game and I gotta sprinkle some magic powder on the ticket. Alright. What can I do for you? Also nicht zu 100% ausweichen, dass wir dann trotzdem wenigstens ein bisschen mehr HP wieder bekommen oder sowas. Genau, wird der Schaden minimiert. Das heißt, wenn wir es auch knapp nicht geschafft haben, kriegen wir dann trotzdem einen Bonus. Und da wir eh immer versuchen auszuweichen, ist das sehr, sehr sinnvoll, denke ich. Da freue ich mich drauf. Und dann geht's ab zum Treffen. Das ist ja eine krasse Kombo. Muss ich mal ausprobieren. Einmal habe ich jetzt gemacht. Okay. Was ist hier los? Oh. Staring at Bayonetta's tits all the time. You need to learn how to talk to a lady. Hey, I am no... Wait, how did... No time for this, mate. Where's the mountain? Where's Fimbulventer? I'm in a hurry. Hey, kid! What the hell was that? Kids these days. Oh nein, wer bist du denn? Der sieht gefährlich aus. So much for a cat always landing on his feet, Cheshire. Oh je. Der wird bestimmt übel. Noah tun bei Nacht, okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden können. Hier kann man hoch, oder? Können wir da hoch? Das bringt nur nicht wirklich was. Ne, gut. Das Wasser sollten wir wahrscheinlich eher nicht, denke ich. Unten ist auf jeden Fall was drinne. Gucken wir erstmal noch hier oben. Würde ich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich hier weiter rennen sollte. Über die Häuser. Ich denke, wir sollten erstmal da ins Loch hüpfen. Auch auf die Gefahr hin, dass es dort weitergeht. Okay. Ja, hier ist nur ein Buch drin gewesen, so wie es aussieht. Sonst können wir da nämlich nichts machen. Wissen wir das auch schon mal? Wir müssen da nicht nochmal blöd zurück. Das wäre ärgerlich gewesen. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Gehen wir erstmal da rum. Gucken, dass wir hier nichts irgendwie auf dem Boden liegen verpassen. Okay, die Kiste. Oh, jawohl, ein zerbrochenes Hexenherz schon wieder. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Dass wir hier einen auf Schmetterling gemacht haben. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Wird bestimmt ein Kampf kommen. Ja, das habe ich schon mit gerechnet. Okay, was bist denn du für ein hässliches Ding? Warum haben die alle so komische Köpfe? Okay.
Dann mal los. Komm schon. Das war ja einfach. Oh Mann, war das einfach. Das war ja langweilig. Was haben wir da? Eine kaputte Schallplatte? Rein Platin, okay. Goldene LP der Engelshymnen, der Hölle Rache, ein halbes. Okay. So, gucken wir mal, da geht's wahrscheinlich weiter. Gucken wir erstmal hier rum. Hier noch irgendetwas ist. Kann man da hoch? Glaube nicht. Doch, kann man. Okay. Ich bin einen tollen Kampf eingepackt, so wie es aussieht. Ach du Wichser. Warum denn drei auf einmal eigentlich? Das war natürlich super, dass man da runterhüpfen kann. Das ist ja kacke. Nochmal. Danke. So geht es natürlich viel einfacher, wenn man gleich mal einen aus dem Weg geräumt hat. Muss ich sagen. Zack, zack, zack. Und weg mit dir. Zack, ab zum Foltern. Und tschüss. So, was gibt das? Aufnehmen. Und eine neue Waffe fürs Erste. Gucken, ob die uns hilft. Wenn wir merken. Mir eigentlich ein bisschen was anderes erhofft, aber was soll's. Haben wir da, das sieht so ein bisschen plattformmäßig aus. Na, da traue ich mich nicht runter. So, dann da rein. Oh, vielleicht auch so. Ja. Was passiert jetzt? Da kommt wieder irgendwas Gemeines. Ich sehe es schon. Okay. Da kommt jetzt hier ein Kampf. War ja klar. Oh, das ist eine coole Waffe, aber auf jeden Fall. Das hat sich doch schon mal für Zeit gemacht, würde ich sagen. Okay, das ist ein bisschen kacke mit dem, mit den Dingern da. Aber was soll's. Wir haben es trotzdem easy peasy hingekriegt. Gucken, was wir dafür kriegen. Platin. Rein Platin ist wohl das höchste, nehme ich einfach mal an. Da war doch noch mehr, oder? Gut, das Zeug. Nichts mehr da, okay. Da müssen wir wohl rein. Da ist irgendwas. Alle Scherben einsammeln. Holy shit, wie mache ich das denn? Kann ich da entlang laufen? Okay, geht. So, die Scherben haben wir alle. Dann gucken wir uns hier auf jeden Fall mal an. Was wir da machen können, wenn wir da schon so rumlaufen können. Würde ich sagen. Ob es da irgendwas Interessantes auch gibt. Nun Fenster. Da ist was. Der Muspelheim-Zeug.
Dann gucken wir doch mal, was uns dort erwartet für den Auftrag diesmal. Okay, bin ich mal gespannt. Besiege den Gegner mit einer einzigen Combo. Solo-Combo schon wieder. Okay. Komm schon. Kein Problem, das Ganze. Wenn ich jetzt weiß, was eine einzige Combo bedeutet. Das ist ja kein Thema hier. Waren alle, oder? Oh. Okay. Hä? Warum ist das jetzt gescheitert? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Also keine andere Combo. Bisschen seltsam. Naja, gut. Ich nehme an, dass ich halt diesen Umbra und Gedönse alles nicht benutzen darf. Das ist einfach mal meine grobe Vermutung. Ach ja, Mann, was geht denn ab hier? Oh, shit. Wusste ich doch, dass das klappt. Alles gut. Oh, das war nicht so gut, dass der mich da getroffen hat. Naja, gut. Kein Problem, kriege ich alles hin. Oh, da bin ich getroffen worden und deswegen war ich tot. Okay. Das ist ein bisschen heftig. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Ich überlege gerade, ob ich es vielleicht mal mit Dritten versuche statt mit Schlägen. Versuchen es nochmal mit Schlägen. Wenn es dann nicht klappt, machen wir es mit Dritten. Hä? Muss irgendwann wieder die Combo blöd unterbrochen haben und deswegen kann nur daran liegen, weil ich habe immer nur denselben Knopf gedrückt. Wir versuchen es mal mit Dritten. Schaden kann es ja wie gesagt nicht. Okay, das klappt noch weniger, weil ich irgendwie viel zu lange brauche für die dritte und dadurch die Combo irgendwann zwangsläufig unterbrochen wird. Okay. Schauen wir mal. Auf ein neues. Habe ich die Combo unterbrochen. Oh Mann. Ärgerlich, das Ganze. Ich denke, wenn wir noch ein paar Versuche brauchen. Und schon wieder scheinbar unterbrochen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das kommt von dem Ausweichen. Ich habe eine andere Idee, wie wir das jetzt machen. Mal gucken. Hä? Ich habe nichts gedrückt außer Ausweichen. Kann doch nicht wahr sein. Bin ich total verwirrt. Okay. Mein Plan war es eigentlich, die Combo nur zu benutzen, wenn ich in der Hexenzeit drinne bin, quasi.
Okay, die habe ich schon mal Sicht, würde ich sagen. Kommt schon. Gut. Ah! War die Zeit abgelaufen, was? Ich hab's nicht drauf geachtet. Ich hab keine Ahnung, woran es sonst jetzt gelegen haben soll. Das war doch so knapp. Na gut, nochmal. Irgendwann kriegen wir es schon hin. Aufgegeben wird hier nicht. Kommt schon, kommt schon. Okay, das war irgendwie nix. Warum auch immer. Ich verstehe nicht genau, warum es failt. Ein Versuch machen wir noch in der Folge. Falls wir es dann nicht schaffen, könnt ihr mir gerne Tipps geben. Woran es failt. Ich verstehe es jetzt noch nicht so wirklich, muss ich zugeben. Denk mal nicht, dass ich den Folterangriff machen darf. Zeit wahrscheinlich abgelaufen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich kann auf die Zeit halt nicht achten beim Kämpfen, wirklich. Wir machen an der Stelle mal einen Cut. Versuchen das in der nächsten Folge von Anfang an. Ja, machen auf jeden Fall Fortschritte, denke ich. Wie gesagt, falls ihr wisst, woran es hapert, gerne in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.